Es sind wenige Spuren des Ghettos sichtbar, weil die Deutschen hier alles zerstört haben. Golda ist nach dem Krieg geboren und kämpft, dass das jüdische Leben gerade hier weitergeht. Ich fühle mich wie eine Erbin derer, die umgekommen sind. Ich bin das natürlich nicht wirklich. Aber irgendjemand muss den Faden weiterspinnen. Und wer einmal diese Bilder hier bei Nacht gesehen hat, den lassen sie nicht mehr los. Es sind die stummen Zeugen eines Lebens, das hier einmal herrschte und das ausgelöscht werden sollte. Es wurde beinahe ausgelöscht. Denn irgendwer ist ja noch da, zum Beispiel, um diese Bilder hier aufzuhängen. Wissen Sie, ich hatte immer so eine Power. Ich habe immer einfach gemacht. Aber ich will das gar nicht zu irgendetwas stilisieren. Ich protestiere gegen nichts, das wäre auch albern. Ich möchte einfach etwas hinterlassen. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch geboren wird, um etwas zu hinterlassen. Golda Tänzer zeigt uns das einzige jüdische Theater, das es heute in Warschau noch gibt. Golda und ihr Theater, das gehört zusammen. Niemand könnte sie sich an einem anderen Ort vorstellen und niemand das Theater ohne Golda. Das ist mein Zuhause. Hier verbringe ich die meiste Zeit. Der Ort, den ich liebe. An der Wand die Galerie der Stars. Für sie alle ist der Erhalt der jüdischen Kultur in Warschau eine Lebensaufgabe. Mit denen arbeite ich seit fast 40 Jahren. Ist das zu glauben? Das ist eine Epoche. Und mittendrin hängt Golda. Golda Tänzer, Schauspielerin des jüdischen Theaters. Nebenan hängt der Direktor und künstlerische Leiter. Meine Kollegen. Das ist meine Welt. Die Wände, die Sitze, all das hier atmet und erzählt Geschichte. Man muss nur ganz genau hinhören, sagt Golda, denn dieser Ort flüstert. Und er flüstert natürlich auf Jiddisch. Bitte sehr, unser Theatersaal. Leider gibt es nur noch sehr wenige Juden in Polen. Aber die Geschichte hat sich nicht mit dem Rauch über dem Krematorium aufgelöst. Wir sind hier und erzählen sie. Noch im Krieg gab es viele jüdische Theater. In Warschau pulsierte seit jeher die jüdische Kultur wie nirgends sonst in Europa. Letzte Bilder dieser untergegangenen Welt, wenige Monate vor ihrer brutalen Auslöschung. Gefilmt und inszeniert für die NS-Propaganda, wie fast alle Aufnahmen aus dem Warschauer Ghetto. Heute proben hier Golda und ihre Kollegen für Marienbad, ein Lustspiel. Reiche polnische Juden im 19. Jahrhundert, die aus Warschau ins tschechische Marienbad fahren, zwecks Erholungsurlaub. Bizarr mutet das an und das soll es auch sein. Es wird gesungen, getanzt und gelacht in Marienbad. Auf der Bühne kann Golda sehr komisch sein. Ich kenne viele Menschen, viele Juden, die sogar in Auschwitz waren und danach ihr ganzes Leben damit verbracht haben, Witze zu erzählen. Das ist eine Form des Selbstschutzes. Golda zählt zu den Menschen, die sich trotz allem noch immer freuen können. Und so erinnert jeder auf seine Weise, an seine Opfer. Im jüdischen Theater zum Beispiel. Hier bewahrt Golda Tänzer ihre Schätze auf. Das sind vor allem Fotos, Bilder von polnischen Juden, die Golda sammelt und in einer Ausstellung der ganzen Welt zeigt. So kämpft Golda gegen das Vergessen. Ich habe einen Aufruf in den Medien gestartet. Wann war das denn? 1994. Wer hat noch Bilder von den polnischen Juden? Alle haben mir gesagt, da wird nichts zurückkommen. Doch es kamen 9000 Bilder. Wir haben damit diesen Menschen ein zweites Leben gegeben. Sonst wären sie in Vergessenheit geraten.
Ich hatte einfach die Intuition, dass es die Bilder noch geben muss. Und diese Briefe, sie kamen von überall, aus ganz kleinen polnischen Dörfern. Und die Rechtschreibfehler, die wussten nicht einmal, wie man Jude schreibt. Aber das war egal. Sie glauben nicht, wie viel Liebe in diesen Briefen steckt. Doch am stärksten sind diese Bilder. Noch immer sehe ich ihre Gesichter, so ist der Titel der Ausstellung. Es sind die Gesichter von Menschen, die seit jeher zu Polen dazugehörten und die es in Polen nicht mehr gibt. Golda vermisst diese Gesichter. Und Golda findet in ihren Schatzkisten auch noch persönliche Erinnerungen. Auf der jüdischen Schule waren mit ihr die Kinder derer, die überlebt hatten und schrieben einander ins Poesiealbum. Wenn dir im Leben jemand wehtut und dir im Herzen eine Narbe bleibt, dann denk daran, dass Israel, dein Vaterland, viel gelitten hat. Das hat mir Hanja Blumenstein 1963 geschrieben, bevor sie 1968 nach Israel ausgewandert ist, als sie die Juden hier rausgeworfen haben. 1968. Auch in Warschau gehen die Studenten auf die Straße. Unter ihnen sind polnische Juden. Das Regime reagiert mit Gewalt und macht besonders die Juden für die Proteste verantwortlich. Die kommunistische Staatsmacht setzt auf perfide Propaganda. Unter tobendem Applaus kündigt Parteichef Gomulka die Ausreise der jüdischen Minderheit an. Ich gehe davon aus, dass diese Kategorie von Juden früher oder später unser Land verlassen werden. Die Partei lässt linientreue Arbeiter aufmarschieren, um gegen die Juden im Land zu protestieren. 1968 steht in Polen auch für staatlich gelenkten Antisemitismus. Etwa 30.000 Juden verlieren Arbeit und Staatsbürgerschaft. Für mich ist das die größte Schande Polens. Das hätte nicht passieren dürfen. Und niemand soll sagen, das waren die Kommunisten. Nein, das war das Volk. Das war ein ständiges Weinen. Bei jedem zu Hause standen Kisten, denn man musste bereit sein, nach Israel zu fahren. Auch wir hatten schon gepackt. Mein Vater wollte nie von hier weg, weil hier seine ganze Familie ums Leben gekommen ist. Deshalb sind wir geblieben. Das ist unsere Tragödie. Man hat die Menschen rausgeschmissen. Polen hat dadurch verloren. Meine Generation gab es hier danach praktisch nicht mehr. Die schönsten Erinnerungen aus meiner Kindheit habe ich an die jüdische Schule. Doch nach und nach sind alle ausgereist. Im März 68 war schon fast niemand mehr da. 1969 wurde die Schule geschlossen. Alle meine Freunde sind ausgereist. Mein Bruder ist ausgereist, gleich nach dem Abitur. Das war wie ein Strom. Der Abschied von meinem Bruder tut mir noch immer weh. Selbst heute, über 40 Jahre später, könnte ich noch weinen. Das war kein schöner Abschied. An jenen Bahnhof kehrt Golda einmal im Jahr mit einigen Gleichgesinnten zurück. Um derer zu gedenken, die damals ohne Rückfahrschein in den Zug gestiegen sind. Doch halt, mindestens einer ist zurückgekommen. Und das bedeutet Golda besonders viel. Es ist wohl das erste Mal, dass ich an diesem Ort wieder mit meinem Bruder bin. Komm doch her. Wir waren seitdem nie mehr zusammen, hier an diesem Bahnhof. Goldas Bruder ist wieder da,
Hat sich denn die Haltung gegenüber den Juden hier in der Zwischenzeit verändert? Wir sind heute eine Demokratie und da gibt es nun mal unterschiedliche Meinungen. Es gibt Menschen, viele sogar, die glauben, dass das damals richtig war. Ich weiß aber auch, dass es viele gibt, die modern und liberal denken und sich in Europa zu Hause fühlen. Unser Volk lebt hier. Es lebt.